So, Freunde, herzlich willkommen zurück im Let's Play in der Alpha 3.17.2. Und nachdem wir ja in der letzten Folge hier im Clasher-Gefängnis rausgekommen sind, würde ich sagen, verlassen wir das Ganze einfach mal. Denn wir sind quasi durch. Ja, wir haben hier die Zeit abgesessen. Das war ja dieser lustige Bug. Ja, und wie ihr seht, ist alles wieder wunderbar. Ja, Belagerung von Orison hat nicht so richtig gut funktioniert. Ich werde nochmal ein Let's Talk machen, glaube ich, darüber. Ihr könnt ja, ich denke mal, ihr habt auch eure Kommentare schon geschrieben unter dem letzten Video. Warte mal, gucken, ob wir sie rausgehen. So, dahin. Ja, bla bla bla. Der Typ wieder. Ich voll quatscht. Genau, ich werde nochmal einen Let's Talk machen, glaube ich, zu Alpha 3.17.2, weil der Patch ist eigentlich wirklich gut. Also nicht, dass irgendwann einen falschen Eindruck kriege. Der Patch ist wirklich gut. Ja, nur die Belagerung von Orison ist halt so semi-geil. Zumindest, wenn man sie alleine macht oder in einer kleinen Gruppe. Ja, wir haben ja im Stream, wir haben es ja ganz oft gespielt, in einer großen Gruppe. Da ist das eine ganz andere Geschichte. Oh, ich habe einen Krankenhauskittel an. Das ist aber seltsam. Na nü. Ich habe keine Klamotten. Ja. Naja. Wie viel Geld habe ich denn? Wir haben. Wir haben einfach null. Okay. Nun, ja, ich glaube. Warte mal. Ich muss mal ganz kurz was schauen. Wo ist denn mein Kram? Everus Harbor? Nee, da ist es nicht. Quatsch. Crusader muss es ja sein. Orison. Da ist zumindest die Undersuit. A-Corp. Area 18. Ah ja, hier ist noch ein bisschen mehr Kram. Ja, ich denke mal, wir werden nach diesem ganzen, also nach diesem großen Reinfall mit der Belagerung von Orison erstmal irgendwie versuchen, uns wieder, ja, zurechtzumachen. Denn es ist ja wirklich, also das ist ja lächerlich. Null Alpha UEC, wieso habe ich null? Hä? Das kann gar nicht sein. Wir hatten, wie viel hatten wir denn noch? Ich weiß gar nicht mehr, 60, 70.000? Also wir hatten ja ein bisschen was ausgegeben, haben dann aber Belagen von außen gespielt, bisschen Kohle wieder verdient. Ja, das ist jetzt doof. Ich kann gar nichts machen. Ich komme hier eigentlich auch gar nicht mehr weg jetzt. Also ich bin jetzt sozusagen auf der Raumstation gefangen. Die Folge fängt super an, ihr seht schon. Ich bin jetzt hier gefangen, denn, wenn, ja, wobei... Nee, warte, Quatsch, ich bin nicht gefangen, ne? Ich kann hier durchaus weg. Die Mustang Alpha ist auch aus irgendeinem Grund im Clasher gestort. Aha. Kann gar nicht sein, aber okay. So, wir müssen jetzt mal ganz kurz hier die paar Sekunden abwarten. Ich lasse es mal trotzdem. Also ich könnte jetzt die Folge abbrechen und könnte das neu aufnehmen und so weiter und das cutten. Aber ich lasse es mal so, damit ihr auch mal seht, was hier im Worst Case passieren kann. Ihr wacht einfach auf, habt kein Geld mehr, habt nichts mehr, keine Klamotten, seid nackt. Das kann euch nach dem Gefängnis auf jeden Fall passieren. Habe ich schon mehrfach gelesen, selber nie erlebt. Also auch für mich jetzt die Premiere. Ja, wir werden damit leben, werden das Beste jetzt daraus machen. Das ist ja immer der Anspruch quasi. Und, naja, jetzt kommt natürlich ein großer Vorteil vom neuen Patch. Nämlich der, dass wir jetzt die kleinen Hangars haben. Das heißt, das Schiff dürfte jetzt nicht auf dem Landing-Pad spawnen, sondern im Hangar. Dort habe ich Luft, na, ihr seht Hangar 8. Und da kann ich jetzt nackt rein. Ja, das ging vorher nicht. Also vorher wäre ich hier wirklich komplett festgefahren auf der Station. Weil ich ja nichts hätte, ich könnte ja nicht raus und das Schiff wäre quasi auf dem Pad gespawnt. Insofern ist das zumindest mal ein Workaround. Jetzt muss ich mal ganz kurz mein Mikrofon richten hier. Es hängt, glaube ich, ein bisschen schief. Sekunde eben. So, ich glaube, jetzt ist es besser, ja. Und genau, daher kann ich nun also hier in meine Mustang Alpha als nackter Mann mit 0 Alpha UEC einsteigen. Das ist halt echt ziemlich verrückt. Naja. Nicht so tragisch. Das Geld, es war ja eh nicht viel. Das ist kein Problem. Ich würde sagen, wir nutzen diese Gelegenheit gleich und haben wir noch unsere Sachen. Wir haben... haben wir das Schiff noch nicht umgeguckt, ne? Ich habe das noch nicht verändert. Also wir müssen noch mal ein bisschen dran rumschrauben. Weil das ist hier nur quasi die, ja, sozusagen die Basisversion des Schiffes. Komm hoch mit dir. Uns fehlen quasi die Waffen unter den Flügeln. Wir haben nur vorne das Geschütz dran. Mit unseren M4A-Lasern. Aber es ist nicht so tragisch. Das ist gar kein Problem. Warte mal, wir werden Folgendes tun. Wie kommen wir jetzt am besten raus? Wir kommen raus, indem wir...
Ja, am besten eigentlich die kleinen, lustigen... was machen wir denn am besten? Lass mal kurz nachdenken. Was ist das Klügste? Das Beste wäre eigentlich, wenn wir das erstmal Bounty Hunting machen. Können wir nicht, weil wir kein Geld haben. Genau. Wir haben auch keine... wir haben auch keinen Raumanzug generell. Wir können also das Schiff nicht verlassen. Wir könnten... so eine Mission hier theoretisch machen. Illegal Surveillance, Defending Site. Ja, ich denke, das wird das Beste sein. Wir haben zwar keine Klamotten und keine Waffen, aber die können wir uns ja holen. Ja, das funktioniert ja theoretisch schon. Wir werden es mal probieren. Auf die Weise würden wir jetzt, wenn es klappt, sehr, sehr easy und sehr, sehr schnell Rüstung, Undersuit und Waffen bekommen. Und auch ein bisschen Startgeld wieder. Und sind wieder quasi im Plus. Ja, das werden wir jetzt mal probieren. Ach ja, es ist immer wieder wunderbar. Es ist halt eine Alpha und ja, das Gefängnis. Ihr wisst ja, also wer mich schon länger guckt, ich persönlich, ich plädiere seit Jahren dafür, das Gefängnis endlich abzuschaffen und das erst wieder reinzubringen, wenn es wirklich sauber funktioniert, weil, sind wir ehrlich, ich verstehe den Sinn vom Gefängnis, ich verstehe den Sinn von Crimestead, absolut, aber wir haben seit Einführung damit nur Probleme und es trifft meistens die Falschen. Ich meine, ich weiß ungefähr, wie ich jetzt hier wieder rauskomme, aber was macht denn jetzt ein neuer Spieler, der es nicht kennt? Der ist ja sofort aufgeschmissen, ne? Und das Gefängnis verursacht wirklich so viele Probleme. Mit despawnenden Sachen, mit Sachen, die einfach weg sind. Und in dem Fall sogar auch Geldverlust, wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob es davon kommt. Aber ich hatte es schon häufiger, dass ich wirklich nackt dann war auf Ivorus Harbor ohne meine Klamotten. Manchmal geht es ja auch. Also es ist nicht so, dass es immer verpackt wäre, aber... nun ja, es ist halt ein Problem und es wäre halt vielleicht, ja, es wäre vielleicht sinnvoll, wenn man einfach mal vorübergehend in der Alpha-Phase sagen könnte, komm, Crimestead bis Stufe 3 kann man einfach bezahlen am Terminal und fertig, weil, naja, dieses, also ich finde die Logik einfach falsch, die sie da haben. Aber egal, will mich gar nicht drüber aufregen, wir machen jetzt, wie gesagt, das Beste aus der Situation und dann seht ihr auch gleich, was ihr machen könnt, wenn es euch so geht wie mir gerade. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gleiche Problem auch schon hattet. Komischerweise auf dem Hauptaccount habe ich das wirklich noch nie gehabt. Also nicht mal im Ansatz. Aber auf dem, ja, auf dem Zweitcharakter hier gehen wir quasi ein bisschen alle Bugs gerade durch. Vom neuen Patch, gefühlt jedenfalls. So, das Gute hier ist, das ist eine sehr simple Quest. Wir haben nur den einen Geschützturm da vorne drauf. Der schießt nicht auf uns. Also diese Base ist quasi verbündet. Und die wird angegriffen von feindlichen Truppen. Und die dürfen wir jetzt gleich wegschnetzeln. Ich gehe jetzt nackt rein und versuche jetzt einen umzulegen damit und den zu looten. Und wir haben auch noch Verbündete. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, weil ich hab ja keinen Quest-Tracker. Quest läuft noch, ne? Genau. Ich kann sie auch nicht tracken, weil ich keinen Helm auf habe. Gut. Ja, dann gehen wir einfach mal rein und gucken, was passiert. Lass dich überraschen. Es kann eh nicht viel schief gehen. Im schlimmsten Falle respawne ich, wenn ich jetzt sterbe, auf Orison. Und dann habe ich auch meine Klamotten. Ja, das wäre jetzt auch kein riesengroßer Weltuntergang, wenn wir ehrlich sind. Da sind die Verbündeten. Komischerweise, die Marker sehe ich, dürfte ich eigentlich gar nicht sehen, weil ich keinen Helm auf habe. Aber egal. Lass mal gucken, vielleicht haben wir auch hier gleich eine Lootkiste, wo wir uns mal eine Waffe rausschnabbeln können. Nee, haben wir nicht. Na gut, dann werden wir es jetzt einfach mal probieren. Das ist ein Verbündeter ohne Marker. Okay, mal kurz ein bisschen schauen. Alles noch wunderbar. Eine Sekunde. Ich kann ihn nicht... ach nee, das ist ein Verbündeter, stimmt. Das ist ja auch ein Verbündeter. Mit der coolen Rüstung übrigens, wie ihr seht. Wir brauchen mal Feinde. Los, NPCs, tut was für mich. Kämpft für mich. Ihr kleinen Bots. So, hier haben wir jetzt erstmal direkt eine Knarre. Ja, damit. Oh, oh. So. Habe ich jetzt Crisis bekommen? Ich bin mir nicht sicher. Ich sehe es ja nicht. Aber er ist ja durch mich durchgelaufen eigentlich. Ich hoffe, das hat jetzt nicht... warte mal. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ist die Quest noch da? Okay, Quest ist noch da. Alles cool, alles wunderbar. So, Waffe. Die ist schon fast leer. Ich nehme jetzt mal die hier.
Und dann würde ich den hier einmal looten. Undersuit! Oh mein Gott, da ist ein NPC einfach aus dem Nichts rausgekommen. Verdammter Mist! Ah, ich hasse es, ich hasse es. Wenn sie einfach aus dem Nichts mit sich kommen, da war ja keiner. Der ist um die Ecke gerannt und meine Verbündeten machen halt nichts. Na gut. Aber hätte fast funktioniert. Es hätte beinahe geklappt. Rüstung hatte ich schon an, aber die NPCs one-shotten ja immer, wenn sie dich einmal haben. Gut, dann sind wir jetzt wieder in Orison und haben da zumindest jetzt unsere Klamotten. Das ist das Gute, insofern gar nicht mal so das Problem. Drunter und drüber. Ein schwieriger Einstieg ins Let's Play, will ich ehrlich sein. Aber man sieht eben auch daran, dass CRG wirklich deutlich mehr an der, ja, an der Qualität der Alpha arbeiten muss. Ja, neben dem Bau von neuem Content einfach mehr tun muss, mehr Verbesserungen der Spielbarkeit einführen muss und sich einfach mehr, um die Belange quasi kümmern muss, die für eine Live-Umgebung da sind. Ne? Aber es wird sich wahrscheinlich mit 3.18 sowieso alles wieder ein bisschen ändern, weil da einfach neue Systeme da sind und die Datenbank robuster wird. Und dann dürfte sowas hier nicht mehr passieren. Also, dass ich ohne Geld einfach da bin und ohne Klamotten nackt irgendwie. Das darf dann eigentlich nicht mehr sein. Also, es kann eigentlich nicht mehr sein. Mit der neuen Grafendatenbank. Habe ich übrigens auch ein Let's Show zu gemacht. Wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich es euch nochmal unten im angepinnten Kommentar. Ansonsten schaut ihr mal auf YouTube einfach die Zukunft von Star Citizen. Da werdet ihr fündig werden. Und ja, könnt ihr euch das mal reinziehen. So. Hostiles Remaining. Ob die NPCs noch packen? Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch was machen jetzt, wenn ich nicht da bin. Oder ob das rausgestreamt wird. Auf jeden Fall haben wir viele NPCs gehabt, Verbündete. Insofern, die müssten das eigentlich schaffen. Ich habe jetzt natürlich auch kein Geld, aber ich habe zumindest einen Spacesuit an. Das heißt, ich kann jetzt zumindest mal normale Dinge tun. Und ich lasse die Quest da einfach mal laufen. Vielleicht erledige ich die einfach von selbst gleich. Werden wir noch merken. Ja. Und ja gut, ich könnte auch nochmal hinfliegen, theoretisch. Das könnte ich eigentlich machen. Ich cut's ja eh raus, dann belastet euch nicht der lange Flug dahin, weil es dauert schon eine Weile mit der Mustang Alpha. Aber das können wir vielleicht machen. Ja, doch, das werden wir machen. Das ist die beste Idee. Da haben wir nämlich unser Geld, haben eine Rüstung, haben Waffen. Und können auch dann den Respawn nochmal umlegen. Dann kann ich auch die Kopfgeldjagd-Quest machen, dann werden wir wieder reinkommen. Man muss ja erstmal wieder ein bisschen reinkommen. In den Charakter auch. Ich habe halt noch keine Rücklagen, wo ich jetzt sagen kann, ich gehe jetzt aber dahin, da ist ganz viel Zeug oder ich habe einen Haufen Kohle, wo ich jetzt mal easy was kaufen kann. Haben wir alles nicht. Ich habe auch nicht 20.000 Schiffe, sondern wirklich nur die Mustang Alpha. Insofern, ja, man muss ja mal so ein bisschen was, so einen kleinen Stock sich quasi aufbauen, würde ich jetzt mal sagen. Aber da sind eigentlich diese Bunkermissionen eigentlich wirklich optimal, weil du hast viel Loot und Co. Und auch andere, also irgendwelche Mining-Außenposten kann man ja auch besuchen, da ist gar kein Gegner, da kannst du auch looten den ganzen Tag. Wobei das gerne als Diebstahlware dann zählt. Naja. Aber immerhin, man kommt so auch zu seinen Sachen. So. Ja, ich weiß nicht, wie ihr so den Start in die 3.2 erlebt habt. Persönlich, wie es bei euch gelaufen ist. Also habt ihr das Glück gehabt, ohne Probleme reinzustarten? Oder habt ihr ja Schwierigkeiten gehabt? Wie lief das so? Könnt ihr mal reinschreiben. Belagerung von Orison war ja sowieso ein Reinfall. Wollen wir nicht drüber reden groß. Leider, wirklich schade. Ein echt cooler Raid, aber leider, leider ein Reinfall. Aber das eigentlich Traurige an der Belagerung von Orison ist tatsächlich, dass es ein Reinfall mit Ansage ist. Also es war klar, dass es failed. Ja, es war abzusehen. Und zwar schon im Mai, als sie das überhaupt angekündigt haben, wo es den ersten Playtest gab. Da habe ich schon gesagt, hier, das, müssten sie nochmal bearbeiten, sonst wird es Mist. Und es wurde Mist, weil sie es nicht bearbeitet haben. Naja, gut, wer weiß, woran es liegt. Wie gesagt, ich mache nochmal Let's Talk über 3.2, dann werde ich das mal ein bisschen aufgreifen. Ich will jetzt gar nicht im Let's Play so breit treten, aber es hätte so gut sein können, meine ich. Ne? Es wäre so schön gewesen, du startest rein, neuen Patch, gut, der Wipe ist durch, aber du hast Events laufen, kannst Kohle verdienen, kannst dir Items organisieren darüber und, schön reinkommen und dann den normalen Content spielen. Es wäre so angenehm gewesen. Aber nein, leider nicht. Ja. Leider alles gefailed. Das heißt, wir spielen also jetzt quasi auf normalem Wege. Und ich war noch nie so pleite. Ich hatte noch nie null. Aber es muss ein Bug sein. Ich habe schon überlegt, ob ich mal kurz relocken soll vielleicht. Aber ich glaube, das wird sich nicht wirklich lohnen. Egal.
Egal. Ich hole jetzt die Mustang Alpha und dann cutte ich einmal ganz kurz, weil das wird ja sonst hier ewig dauern und dann würde die ganze Folge nur aus Quantum Drive bestehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder bei dem Posten, wo ich gerade war. Ich würde sagen, ich cutte einfach mal jetzt ausnahmsweise schon mal direkt hier, dass ihr nicht so lange, ne, jetzt hier rumdödeln müsst. Also, bis gleich. So, und da bin ich jetzt auch nun endlich wieder im Bunker angekommen. Und hoffe mal, dass ich jetzt nicht wieder sterbe. Oh mein Gott, wenn ich jetzt sterbe, dann gibt's die Folge nicht. Dann habe ich halt hardcore mega krass gefailt. Dann gibt's einfach eine Zusammenfassung bei der nächsten Folge. Aber ich will es auch manchmal einfach wissen. Manchmal will ich es einfach. Braucht das auf diese Weise. Ihr kennt das sicher. So, mal gucken, ob meine verbündeten NPCs noch da sind. Nope, die sind alle weg. Na dann. Komm und schnapp sie dir. NPCs. So, Nummer 1. 2. Ist da oben einer? Hier ist die Waffe nehmen könnte. So. Zack. So, 5 noch. Hier. Ja. Hier. Hier aufpassen, wann die respawnen, weißt du? Und wo die vor allem dann rauskommen. Also diesen blöden Fahrstuhl nehme ich immer. Und aus irgendeinem Grund, ich kann es nicht ganz erklären, ist es tatsächlich so, dass die verbündeten NPCs einfach despawnen, wenn man selber stirbt. Das ist mir noch nicht ganz klar, warum das so ist, aber es ist so. So, 2 Leben noch, die schaffe ich doch. Wer hat noch gelacht? Kommt her, wo steckt ihr? Und dann gibt's fetten Loot. Hier ist keiner, okay. Ich bin so aufgeregt. Na? Letzten beiden. Wo sind sie, letzten beiden? Sind vielleicht unten gespawnt, das kann sein. Jetzt hier oben sehe ich jedenfalls keinen. Okay. Okay. Also nicht, dass die Quest ist hier rumbuggt, dann ist natürlich richtig beschissen. Kann aber im schlimmsten Falle passieren. Ja, hier ist keiner mehr, oder? Nee, also hier ist keiner mehr. Okay, na dann looten wir es einfach. Ist ja auch nicht schlimm. Ist nicht so tragisch. Wir haben ein bisschen Kohle bekommen für das Call to Arms. Haben wir eine nette Rüstung. Ich hätte ja gern diese Special-Rüstung gehabt. Aber der NPC ist despawned. Das war hier der Kommandant quasi von den Verbündeten. Mal ganz kurz mich absichern. Nee, die hängen wieder mal in Aufzügen fest oder irgend sowas muss passiert sein. Sonst wären die schon längst rausgekommen. Okay. Na gut. Nicht so tragisch. Dann looten wir jetzt. Und zwar... Wir looten jetzt diese Rüstung hier. Das ist nämlich eine schwere Rüstung. Das weg. Und das weg. Und das anziehen. So, sieht zwar aus wie so ein Pirat, aber ist nicht so tragisch. Das ist meine eigene Leiche. Genau. So, und dann gehen wir nochmal fix die Kisten durch, ob da was Feines da drin liegt. Wir haben jetzt ein Custodium-SMG. Mal sehen, was wir noch so auftreiben können. Aus den Lootboxen. Da haben wir zumindest einen Grundstock erstmal, haben auch wieder ein bisschen Kohle. Das ist hier alles gar nicht mal so schlecht. Ja, das ist alles ungeil. Der Helm ist gut. Oh, das Visier ist gut. Das Visier ist sogar sehr, sehr gut. Den Helm... Kann ich eigentlich... Ja, wobei. Nee, die Rüstung, das passt schon so. Noch ein Visier. Aber die Waffen sind alle Schmutz hier. Pistole. Ja, die Pistole können wir mitnehmen. Das ist nicht so tragisch. Aber ich will ja eigentlich auch, wenn schon, denn schon, ne, dann ordentliche Knarren. So, hier war keine Kiste, ne? Ah, wobei, eine Medic-Kiste. Haben wir vielleicht ein Multitool drin? Also ein Medic-Tool. Ja, sehr, sehr gut. Haben wir das auch. Und ein Muni dazu. Zweimal. Perfekt. Okay, ja, das ist, ich sag ja, so Step by Step kommt man hin. Man kann ja auch alles zusammen kaufen, wenn man Geld hat, aber ich bin ja arm wie ein Kirchenmäuschen.
und muss mir das hier alles mühsam zusammen looten. Aber das macht ja nichts, es ist ja alles vorhanden. Das ist ja das Schöne am Loot-System, man muss ja eigentlich nichts mehr kaufen. Ne? Finden statt kaufen. Es ist fast wie im echten Leben. So, was gibt's hier Nettes? Shotgun, Kana Rifle. Ist ein Assault Rifle, ne? Ja, die können wir eigentlich nehmen. Die ist tatsächlich nicht schlecht. Haben wir auch Munition einmal dabei. Können wir auch das Ding draufsetzen. So. Oder? Hat das funktioniert? Tau plus. Ja, das funktioniert. Ansonsten Jubarev Pistolenmagazin zweimal nehmen wir natürlich noch mit. Und Custodium SMG haben wir jetzt hier keine Muni dabei, aber die kriegen wir auch nochmal anderweitig zusammen. Mal kurz schauen, ob hier noch was liegt. Ansonsten gehen wir runter. Da müssen wir dann wohl oder übel die Quest leider abbrechen. Hast das. Das ist auch wirklich wieder so ein Ding, wo ich sage, okay, Alpha ja, Alpha hin und her, richtig, aber, wieso zum Geier schaffen sie es nicht, dass die NPCs vernünftig spawnen? Das ist mir halt unklar. Das verstehe ich nicht. Ich meine, so schwer ist das nicht, dass der Fahrstuhl halt, naja, egal, will mich gar nicht aufregen. So, was haben wir hier? Ein kleiner Container. Oh, Hacking-Karten. Die legen wir uns an. Traktorstrahl, sehr gut. Nehmen wir auch zweimal mit. Kann nie schaden. Fehlt noch ein Multitool. Und dann haben wir eigentlich alles, was man braucht zum Überleben im Spiel. Essen und Trinken, können wir auch noch was zusammen später. Finde ich sehr, sehr gut. So. Ah, das ist der neue Sanga-Helm. Grey, okay. Granatwerfer, Muni, aber Granatwerfer ist gar nicht drin, ne? Das ist geil. Sehr gut. Jubarev, gibt's hier Kana-Munition? Ne, P8, Ravenger. Da ist nur Schrott drin, leider. Ja, überall Shotguns. Ich hasse Shotguns. Das sind die sinnlosesten Waffen im Spiel. Weil du immer ran musst an die NPCs und dann gibst du ihnen dadurch automatisch Zeit, dass sie dich erkennen und sich wehren. Er hat auch keine Muni dabei. Ich mag generell keine Shotguns. Auch in anderen Spielen nicht. Ich bin kein Fan davon. Aber egal. Wir haben auf jeden Fall einen Grundstock. Ein Multitool fehlt noch. Aber naja, das ist nicht so tragisch. Und das Gute ist, wenn ich jetzt sterben sollte durch irgendwas, ist es gar nicht so schlimm, weil ich habe ja kein Geld dafür bezahlt. Ich habe es ja kostenlos quasi gefunden. Leider auch hier kein Multitool drin. Okay. Noch eine Kiste vielleicht. Hier ist noch eine, aber hier ist auch nichts drin. Das ist eine Medic-Kiste. Ja, ja, ja. Gut. Na, immerhin, müsste. Sind wir wieder auf einem guten Stand. Wie viel Geld haben wir jetzt? Muss ich direkt mal gucken. Erstmal hochfahren. Wir haben unfassbare 2000 Tacken. Naja, immerhin. Ist doch okay. Und ich breche jetzt diese Quest hier. Ne, die nicht. Die breche ich jetzt ab. Und dann schauen wir mal, was als nächstes hier kommt. Assisting Defense Zeit. Bei Millerand haben wir jetzt theoretisch eine neue Quest. Schaffen wir das noch? Ja, komm, die machen wir noch. Ich will euch jetzt hier nicht leer ausgehen lassen. Und dann haben wir nochmal einen zweiten Bunker. Und vielleicht noch ein bisschen weitere Klamotten. Ja, ich habe jetzt hier auch zweimal die Mustang Alpha. Ich nehme jetzt die hintere, weil die hier, die rechte, das ist die von vorher. Da habe ich Sorge, dass die mir irgendwie despawnt. So. Und dann können wir mal die Kana Rifle auspacken und ein bisschen Spaß haben damit. Das finde ich ausgezeichnet. So, einmal einsteigen. Enabled. So, ab dafür. Rausfliegen. Ja, wir müssen auf jeden Fall die Mustang Alpha noch upgraden. Also die M4A-Laser sind schon mal genau die richtigen, aber ich brauche noch die anderen beiden Waffen, dass wir insgesamt 4 Laserkanonen drauf haben. Das wäre wichtig. Und dann können wir auch Dogfights machen, weil nur so, ja, es geht schon. Du hast halt viel Munition drin, ne? 42 Schuss ist eine Menge. Aber besser halt wirklich mit der vollen Bewaffnung. Ne? Genauso wie auch bei der Aurora. Gut. Einmal da runter und ich hoffe, jetzt buggt es nicht rum. Ich denke mal, es ist einfach rumgebuggt, weil ich gestorben bin. Na, da sind die verbündeten NPCs einfach abgehauen und offenbar sind ein paar feindliche noch mitgespawnt, despawned. Ich weiß es nicht genau. Kann es euch nicht erklären. Habt ihr bestimmt auch schon tausendmal gehabt. Gehört einfach mit dazu, leider. Das ist alles, seitdem sie diese Spawn-Closets haben. Vorher war das nie ein Problem. Also vorher standen einfach alle 15 NPCs im Bunker drin, die feindlichen, waren einfach alle da und fertig. So, und seit die Spawn-Closets da sind, gibt es nur noch Probleme.
weil sich halt einfach keiner darum wirklich kümmert. Also es wird nebenbei, ja, wird mal was gefixt, okay, dann geht's vielleicht ein bisschen wieder, aber so richtig sauber macht das bei CRG aktuell keiner. Auch hier hoffe ich, dass es in 3.18 besser wird, ich weiß es nicht. Es ist halt die Frage, inwieweit die Datenbank da eine Rolle spielt. Also natürlich, die Datenbank spielt ja immer eine Rolle, weil die Informationen alle in der Datenbank liegen und dadurch die ganze Persistenz über die Datenbank läuft. Und NPCs sollen ja auch persistent sein. Ja, NPCs müssen ja auch, wenn sie irgendwo sind, dort bleiben, müssen halt rausgestreamt werden, wenn keiner da ist, und wieder reingestreamt werden. Das läuft ja auch am Ende über die Datenbank. Ich denke mal, auch da wird es dann Verbesserungen geben. Ja. Vielleicht reicht es auch schon, wenn der Server einfach entlastet wird von den neuen Techniken, dass einfach diese Streaming-Geschichten besser laufen. Werden wir alles sehen. Ich weiß es nicht. Ich denke mal, dass die 3.18 bald im PTU kommt. Vielleicht nächste Woche oder am Wochenende. Ja, also nächstes Wochenende, dieses auf keinen Fall mehr. Weil ich weiß gar nicht, wann die Folge rauskommt. Also wenn die Folge rauskommt, das Wochenende in der Woche, wo die Folge rauskommt vielleicht. Da könnte ich mir vorstellen, dass das klappen könnte. Mal sehen. Wir werden das alles merken. So, ein bisschen Licht an, dass auch was sehen. Sehe natürlich nichts. So, schießen die auf mich, ja oder nein? Defending Side, soll ich assistieren? Das dürfte normalerweise nicht auf mich ballern, ne? Also ich sehe keinen Turm, ich sehe alle Türme. Schießen die oder nicht? Das ist jetzt die große Frage. Ich werde einfach mal aussteigen. Und dann werden wir es gleich sehen. Schnell, 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 nicht, dass irgendwas schief geht. Aber es dürfte eigentlich nichts passieren. So, Kana Rifle. Wir haben nur 30 Schuss. Ich habe noch eine Muni eingepackt, oder? Habe ich die im Inventar noch liegen? Revenant Shotgun. Was ist das denn? Weg damit. Ja, natürlich alles einzeln. Klar. 3, 2, 1 und weg. Was ist hier eigentlich? Detox. Habe ich das eingepackt? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das hier reingesteckt habe. Egal. Wird schon gehen. 10 Feinde plus Verbündete. Krieg mal hin. Wer hat doch gelacht. So. 30 Schuss. Na gut, ich habe noch die Custodium SMG. Das wird schon reichen. Wir müssen nur ein bisschen präziser arbeiten. So, wir haben 2, 4 Verbündete. Und 10 Feinde. Na, mal gucken. Mal gucken, was es hier abgeht. Die Kana ist auf jeden Fall relativ präzise. Ah, sind schon zwei weniger. Ah, ein bisschen vorsichtig. Die Kana behalte ich auch gleich. Die ist eigentlich echt cool. Das ist so eine Assault Laser Rifle. Gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. So, du sicherst da hinten ab. Ja, vermutlich nicht, aber tu mal so, als würde er absichern. So, da ist auch ein Verbündeter. Okay. Mal rechts rum. 21 Schuss. Naja. Manchmal gewinnen auch die NPCs ohne mein Zutun. Kommt auch mal vor. Ist eher selten. Sie haben die Anzahl der verwirrten NPCs nämlich runtergedreht. Und zwar massiv. Waren mal 8 oder so. Jetzt ist nur 4. Aber kommt schon mal vor. Aber einer ist auch, glaube ich, schon weg, ne? Von den Verbündeten. So. Oh, ich bin gerade erschrocken. Aha, hat sich einer verraten. So, nach 5. Gibt auf jeden Fall gut Geld über Call to Arms. Das muss man ganz klar sagen. Call to Arms lohnt sich immer richtig. Ich hab ein bisschen Sorge, dass die hinter mir spawnen. Hallo? Sind hier NPCs? Ganz gerne mal einer rum. Ne, hier ist auch keiner. Okay. Tja, wo sind sie denn? Ich
große Frage. 5 fehlen. Okay, Problem. 4 leben noch. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. 3 noch. Einen fiesen Mistkerle. Zwei. Hoffentlich backen die es nicht. Bitte lass sie nicht backen. Und da ist einer. Einer noch. Wo ist der letzte Mann? Okay. Noch 5 Schuss, die müssen jetzt reichen. Hoffentlich ist er jetzt nicht schwer gepanzert. So. Gewonnen! Sehr schön. Dann kommt jetzt nochmal der große Loot-Spaß. Hatten er hier dabei? Ich sehe es gar nicht. Ah, der hat die P4 dabei. Naja, die will ich eigentlich nicht haben. Wobei, eigentlich schon. Also, das Castorium-SMG ist halt eigentlich nicht so geil. Dann lieber eine ordentliche P4. So, equip. Dann können wir auf die P4 nämlich folgendes draufpacken. Oder? Die hat sogar schon Visier drauf, ne? Passt. So, weil du findest einfach wesentlich leichter Munition für die P4 immer. Das ist sehr, sehr angenehm. Und die nehme ich alle immer dabei, ne? Alle haben P4-Muni. So, so. Ich habe jetzt hier auch alles voll mit Munition. Wir haben jetzt hier P4. Huberef, ja, können wir eine wegmachen. Huberef. FS9 habe ich noch hier Munition dran. Auch geil. Paramet Refill ist klar, 2-mal. Genau, wunderbar. So, jetzt bräuchte ich halt nochmal ein bisschen Muni für meine Kana Rifle. Wir schauen mal eben die Lootboxen durch, die hier rumstehen. Und da haben wir jetzt zumindest um die 20.000, ne? Oder was haben wir jetzt? Ja, 21.500. Siehste, haben wir fast wieder alles ausgeglichen. Es geht ja wirklich schnell. Eine Folge und wir sind quasi fast wieder auf demselben Stand wie vorher. Eigentlich sogar noch ein Ticken besser, weil wir bessere Knarren haben. War hier nicht noch irgendwo eine Kiste? Ne, jetzt keine. Der hat, ja, P4-Munition. Ja, doch, können wir mitnehmen. Die können wir, aber die werden wir hier ins Inventar reinlegen. So, komm, stack dich mal. 3, 4. Haben wir genug Ersatzmunition dabei. So, mal kurz hier schauen, wegen Kisten. Nichts, nichts, nichts. Hier ist auch nichts. Okay. Ah, ich freue mich schon auf einen Handscanner. Dann kannst du nämlich einfach mal ordentlich rumscannen, wo hier Kisten stehen, wo Loot sein könnte. Das war wesentlich besser als das Gesuche immer. So, ja, P4. Nehmen auch noch mit hier. 1, 2 mal. Da ist die Brust auch schon so gut wie voll. So, Kiste, Kiste, Kiste. Eine kleine Kiste für mich noch vielleicht. Haben wir noch was? Halt gar nichts, ne? Also wirklich ein leerer Posten, der kein Loot bietet. Hm. Na gut. Können wir nichts dran ändern. Hier vorne war auf jeden Fall noch was, aber es war auch nur so eine Medic-Kiste, ne? Irgendwie. Ne, auch nichts. Okay, ein sehr leerer Posten. Egal. Wir haben es auf jeden Fall geschafft und haben uns wieder hochgerappelt. Das ist auch die Message, die ich hier mitgeben will. Lasst euch nicht runter, lasst euch nicht unterkriegen, wenn irgendwas schief geht im Spiel. Einfach weiterspielen. Mal buggt es, mal läuft es. Das gehört einfach mit dazu. Gut, wenn es mal ganz schlimm ist, halt Alt-F4 machen. Auch okay. Aber in der Regel kommt man ganz gut wieder auf die Beine. So, und ich würde Folgendes tun. Ich würde sagen, an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge geht's dann weiter mit dem Spiel. Bis dahin und ciao.
less down her to speak. You shot ice into my veins. I almost wish there would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down on the road?